Hallo, hier ist André Coluccelli. Ich freue mich, dass du dir wieder Zeit genommen hast, dieses Video anzuschauen über Cajon-Spielen. Das ist jetzt der zweite Teil. Im ersten Teil hatten wir ja gelernt, wie man den Bassschlag anschlägt mit der vorderen Handtellerkante und wie man den Snare-Schlag anspielt, und zwar mit den flachen Fingern. Nicht zu stark, weil man sich sonst verletzen könnte. So würde das Spielen ja gar keinen Spaß machen, und wir wollen ja stundenlang vielleicht sogar spielen mit einer Band oder mit einem anderen Musiker zusammen. Ja, wir haben ja drei Rhythmen gelernt. Wir hatten drei Viervierteltakte, wobei wir am Anfang erstmal den Kick, die Snare, den Kick, die Snare, also 1, 2, 3, 4 bei Rechtshändern rechts, links gespielt haben, bei Linkshändern umgekehrt. Und dann hatten wir den zweiten Teil, wo es dann ging 1, 2, 3 und 4, Kick, Snare, Kick. Links, näher, rechts, links, rechts, rechts, links oder links, rechts, links, links, rechts für Linkshänder als Wiederholung. Dann hatten wir den dritten Schlag, der ging ja dann so, dass wir um eine Achtel alles verschoben hatten nach vorne, und zwar auf die 2 und auf die 3. Das geht so: 1, 2 und 3, 4, rechts, links, rechts, rechts, links. Diese drei haben wir sogar miteinander kombiniert zum Teil. Also Teil auf jeden Fall Takt 1 und Takt 2 haben wir gemeinsam dann zu einem verbacken. Und ich hatte euch empfohlen, eventuell, wenn ihr wollt, auch diese Takte mal in anderen Liedern rauszuhören. Ja, dass ihr das mal versucht. Ja, heute kommen wir zu einem anderen Handschlag, und zwar die Fingerspitzen. Auch Fingertips auf Englisch genannt. Und die spielt man leicht hier oben, hier am Rand fast an, und man spielt sie gar nicht so stark. Auch wieder, die spielt man schon etwas zaghafter oder zarter, filigraner, spielt man die Fingertips an. Können wir gerade mal üben. Rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links. Leicht aus dem Handgelenk. Genau, du kannst einfach mitspielen, dann trainierst du es auch gleich. Rechts, links, rechts, links, rechts, links. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Dabei bleiben wir ganz locker. Wir schlagen auch ganz leicht, also die Fingerspitzen, die tun überhaupt nicht weh dabei. Ganz locker. Und stopp. Das sind die Fingertips. Kombination zum Beispiel zwischen einem Vierviertel 1 und den Fingertips. Da könnten wir so einen kleinen Fill reinspielen. Der geht 4E und E. Rechts, links, rechts, links. Da spielen wir 1, 2, 3, 4E und E. Kick, Snare, Kick, Tip, 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 Tip. Kick, Snare, Kick, Tip, 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 Tip. Snare, Kick, Tip, 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 Kick, Snare, Kick. Das ist der erste Schlag, auch den wir geübt haben letzte Woche. Nur, dass jetzt die Fingertips auf 4E und E mit draufkommen. 4E und E ein und 2, 4E und E ein und 2, 4E und E ein und 2. Spiel schön mit. Genau. Super. Immer an die Tipps, dass sie nicht zu laut sind. Die müssen viel leiser sein als der Snare-Schlag und als der Kick. Sonst klingt das nicht. Und lass dir immer Zeit bei den Übungen. Mach nichts schnell, sondern lieber langsam und präzise. Ich mache es jetzt für Linkshänder nochmal. Links, rechts. Oh, Fehler. Kann mal passieren. Das ist live. Also, wir machen es mit links. Achtung. Links, rechts, links, links, rechts, links, rechts, links, rechts,
links, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, Zungenbrecher. Immer weiter spielen. Klappt ja schon ganz gut, ne? Okay. Ich meine, so könnte man ein Lied anfangen, indem man zählt 1, 2, 3, 4, E und E, 1, 2, 3. Kommt natürlich nicht so oft vor in ein Lied, das kommt immer nur in Parts rein, wo es einen Wechsel gibt im Lied, zum Beispiel von der Strophe ins Refrain. Oder man kann genauso enden. 1, 2, 3, 4, E und E, Stopp. Das war der Schluss. Das Ganze kann man auch kombinieren, indem man den zweiten Schlag spielt. Wir hatten ja den zweiten Beat, das war rechts, links, rechts, rechts, links. 1, 2, 3 und 4. Und statt die 4 zu schlagen, spielen wir 4, E und E. Das geht dann 1, 2, 3 und 4, E und E, 1. Und 2, 4 E und E, 1, 2, 3, 4 E und E, 1, 2, 3, 4 E und E, 1, 2, 3, 4 E und E, 1, 2, 3. Oder den nächsten Takt, den wir gelernt haben, der ging nämlich 1, 2 und 3, 4, 1, 2 und 3, 4. Und immer statt die 4 spielen wir 4 E und E. Tipp, 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 tipp. Das geht dann so. 1, 2 und 3, 4 E und E. 1, 2 und 3, 4 E und E. 1, 2 und 3, 4 E und E. Rechts, links, rechts, rechts. Rechts, links, rechts, links, rechts. Links, rechts, rechts. Rechts, links, rechts, links, rechts. Links, rechts, rechts. Das war das Ende. Ihr habt gesehen, es ist gar nicht so schwer. Aber eins dürft ihr nicht vergessen. Die Fingertips werden ganz zärtlich filigran gespielt. Niemals. Das wäre dann wieder ein Snare-Schlag. Also hier kommt es echt darauf an, wie laut oder leise man sein Cajon anspielt. Und das wäre die Sache der Modulation, über die wir noch reden werden. Rechts, links, rechts, 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 links, rechts, links, rechts. Das ist der Rockbeat. Das spielen wir zum Schluss nochmal mit. Mach mit! Kann ruhig mal daneben geben, macht nichts. Steigt einfach immer wieder mit ein. Klappt schon. Immer mit der Ruhe. Wenn man es richtig macht, kann man es wirklich stundenlang spielen, ohne dass einem die Hände wehtun. Auch wenn die Band laut spielt, du schlägst nicht stark auf dein Cajon ein, sondern dann ist es nötig, sich Mikrofone zu kaufen und dann das Ganze abzunehmen, damit man auch laut ist. Oder genauso laut wie die anderen, damit man sich rhythmisch durchsetzen kann. Das ist auch wichtig. Und schön entspannt spielen kann, ohne dass einem die Finger wehtun. Und außerdem klingt das Cajon nicht, wenn du zu laut drauf schlägst. Denn das Cajon hat nur eine bestimmte Lautstärke, die es kann, weil es eben eine kleine Kiste ist, wie wir ja schon besprochen haben. Und die wird nicht durch einen Schlag größer wie ein Zimmer. Ein starker Schlag bringt das Cajon nicht in die Größe eines Zimmers, sondern es bleibt immer noch so klein. Und der Schlag ist stark und das Cajon kann diesen Schlag eigentlich gar nicht richtig verbacken. Es klingt nicht. Es klingt nur bis zu einer bestimmten Lautstärke. Und das muss man natürlich auch immer herausfinden, weil jedes Cajon ein bisschen anders klingt. Aber wenn du eine Weile auf deinem Cajon gespielt hast, dann merkst du, dass es gar nicht so schwer ist und dann weißt du auch den Sound. Denk auch immer daran, wie gesagt, immer nur im oberen Drittel spielen. Der Kick ist hier oben, nicht da ganz unten. Da bekommt man nur Rückenschmerzen dabei, man ist viel langsamer
Und es ist auch unpräzise, wenn wir dann auch noch mit dem Körper nach unten gehen müssten und dann den Schlag verrichten würden. Das ist viel zu kompliziert fürs Gehirn. Immer einfach halten das Ganze, denn Musik sollte nur einfach gut sein. Und vor allem der Beat. Ja, ich bedanke mich, dass du dir wieder Zeit genommen hast und dir eine Cajon-Lektion angehört hast und vielleicht sogar mitgespielt hast. Das wünsche ich dir. Genau. Falls du mal nicht weißt, was du dir für ein Cajon kaufen solltest oder worauf du achten solltest, warte noch ein bisschen ab, darüber reden wir dann auch noch. Ganz speziell für dich, wie dein Cajon aussehen sollte. Ich wünsche euch eine schöne Zeit und ich freue mich schon auf unseren nächsten kurzen Cajon-Workshop. Übrigens sind diese Cajon-Workshops ja immer nur ganz kurz, nicht so intensiv, wie ein Kurs sein könnte. Und solche Kurse biete ich natürlich auch an, um mal ein bisschen Werbung zu machen, denn ich lebe ja auch von dem Unterricht geben und würde mich freuen, wenn wir anderweitig noch in Kontakt treten könnten. Ich wünsche dir was, André Colocelli was. Ciao, ciao, mach's gut. Viel Spaß.